Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet für die Stiergeborenen ein Aufstieg. Die Bedürfnis nach Wahrheit, nach Klarheit, Orientierung oder sie möchten etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren. Sie haben auch die Bedürfnis gerade wahrgenommen werden und tatsächlich werden die Stiergeborenen gerade wahrgenommen, bekommen auch Lob, Anerkennung und Kompliment. Unser Planet Erde befindet sich zurzeit in Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet für die Skorpiongeborenen materielle Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen, Naturverbundenheit. Bedeutet auch das Körper, die Körper in Ordnung zu bringen, gesundes Ernährung, Sport, Bewegung oder Abnehmen. Das sind die Themen gerade bei den Skorpiongeborenen. Und heute werde ich ein Halbedelstein vorstellen, was hilft bei Abnehmen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und es eignet sich auch dafür, ein Diät zu beginnen, also zum Abnehmen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock im Grenzbereich, weil übergeht jetzt in Tierkreiszeichen Wassermann. Die heutigen Tag ist wichtig, etwas in Ordnung zu bringen, mal aufräumen. Aber nicht nur in unserem Umgebung oder unserem Zuhause, sondern auch in unserem Inneren, damit wir die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht finden. Heute ist auch wichtig, konzentriert bleiben, diszipliniert und auf eins orientieren, so bleiben wir auch in Kraft. Und heute empfehle ich die Halbedelstein Apatit. Dieser Halbedelstein hat sehr viel Mineralstoff und das ist so ähnlich wie unserem Körper auch aufgebaut ist und hilft diese Lebensenergie, diese Lebenskraft und hilft auch bei Fettverbrennung, also unterstützt das Abnehmen. Wir sollen diesem Halbedelstein Apatit ein paar Stunden im Wasser legen und dieses Wasser trinken. Also dieser Halbedelstein hilft bei Abnehmen, auch unterstützt unsere Lebenskraft, Lebensenergie und schenkt uns Optimismus, Offenheit, Wärme, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit. Und dabei unterstützt unsere Gesundheit. Dieser Halbedelstein Apatit ist aber auch sehr gut zum Meditieren, weil er hilft, die Erinnerungen hervorrufen, all das, was im früheren Leben passiert, wie eine Art Rückführung. Wir sollen diesen Halbedelstein Apatit entladen, zwar mit lauwarmes Wasser abspülen, einmal in die Woche. Und damit Sonnenkraft aufladen oder mit Bergkristall aufladen, zusätzlich auch mit Mondenergie, aber immer berücksichtigen die Mondbewegung, den Einfluss des Mondes, das ändert sich ständig. Zurzeit ist hilfreich, dass wir die Ziele erreichen, das wäre dann die Steinbock-Energie und jetzt übergeht im Wassermann und das hilft dabei, unseren Ideen umsetzen im Tat, im Realität. Gerade in diesem Grenzbereich Steinbock-Wassermann ist gerade, das ist die Thematik, etwas umsetzen im Tat und dieser Ideenreichtum, diese Kreativität. In diesem Bereich, wo sich die Mond bewegt, befindet sich eine Figur im Himmel. Das ist weder ein Stern noch ein Sternbild, sondern tatsächlich eine Figur, ein Viereck und diese Figur heißt Terebellum.
Claudius Ptolemäus hat diese Terebellum betont, weil das hat eine Wirkung auf unserem Leben und heute durch den Mond Einfluss auf unserem Tag, etwas in Form zu bringen, auch diese Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Und wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Das habe ich erwähnt, wie wichtig das ist, jetzt wahrgenommen werden, nach Klarheit, Orientierung, die Suche nach die Wahrheit. Und das ist der Erfolg gerade bei die Stiergeborenen. Es ist alles wunderbar. Wenn das um einen gerechtlichen Lage handelt, oder Thema Gerechtigkeit, da fühlen sich die Stiergeborenen noch unsicher und es ist auch wichtig, sich einsetzen in Gerechtigkeit, um die Gerechtigkeit oder wenn das um eine rechtliche Lage ist, nicht nur warten, bis dieser Termin kommt, bis sich das alles geklärt ist, sondern die Stiergeborenen sollen nachforschen, nachfragen oder anrufen, etwas organisieren, dass das abgeschlossen wird, diese rechtliche Lage. Trifft nicht jede einzelnen Stiergeborenen, aber die, wo damit betroffen sind, sollen darum kümmern, dass es etwas in Bewegung kommt. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist eine gewisse Spannung da und das betrifft das Liebesleben, eventuell die Selbstständigkeit. Das sind Enttäuschungen, enttäuschten Gefühle oder Erinnerungen, was früher die Zwillingsgeborenen enttäuscht hat oder jetzt eine Situation in die Liebe und fühlen sie sich enttäuscht. In die Selbstständigkeit besteht jetzt auch die Gefahr, dass ein Betrug da ist, also Vorsicht. Aber es gibt immer eine Lösung und auf diesem Spannung gibt auch eine Lösung, zwar jetzt nicht sofort handeln, sondern eher zurückziehen, abwarten, geduldig zu sein, bis sich das alles beruhigt hat und in ein paar Tagen dann Frage stellen, das zum Klären und so kommt das in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema und es kommt in die nächste Zeit die Werte, die Wertschätzung, die Finanzen. Zurzeit brauchen sie die inneren Gleichgewicht. Es ist auch wichtig bei den Krebsgeborenen momentan, welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, kippt die Waageschale, verlieren sie die Gleichgewicht, wird alles zu viel sein, also wirklich konzentriert bleiben und die Richtung orientieren, was wichtig ist und Prioritäten setzen. Und die Thema wird kommen in die nächste Zeit, Werte, Wertschätzung und es hängt auch mit Finanzen zusammen, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist eine gewisse Unsicherheit da, auch in die Liebe, Partnerschaft, wobei im Allgemeinen ist eine gute Energie und auch die Leichtigkeit, aber diese Täuschungen, Enttäuschungen, Erinnerungen, diese Unsicherheit, das trifft heute auch die Löwengeborenen und es ist wichtig im Gleichgewicht bleiben. Wenn das angebracht ist, das Klären aktiv zu sein, wenn das zu viel ist und entsteht Zweifel, Unsicherheit, da lieber zurückziehen, die Ruhe bewahren, abwarten, bis ein besserer Zeitpunkt da ist, das in Ordnung zu bringen. Auf jeden Fall ist Spannung da und das spüren auch die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren die schöpferische Kraft. Die Kraft und die Energie, etwas zum Bewältigen, etwas in Form zu bringen. Und dazu ist die Zeitqualität sehr gut, eignet sich dafür. Wo die Jungfraugeborenen Einschränkungen haben, das ist die liebe Partnerschaft. Aber ein bisschen Geduld noch, weil es nähert sich etwas, dass da auch die liebe Partnerschaft auch in Ordnung kommt, kommt etwas in Bewegung, kommt auch die Sicherheit und Stabilität. Wo sie eher Glück haben, das ist Beruf, Berufung, Hobby, die Kreativität und die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen
fühlen sich im Arbeitsplatz beengt, eingeschränkt, bekommen zu wenig Anerkennung oder sind unzufrieden. Da leidet sogar die Gesundheit darunter und sie suchen eine Lösung. Also wichtig ist Gedanken machen, ob das wirklich der richtige Arbeitsplatz ist. Oder geduldig sein, in den kommenden Tagen verbessert sich schon die Lage, kommt wieder die Leitigkeit. Also ein bisschen geduldig sein. Überprüfen, ob das wirklich gut ist in diesem Arbeit bleiben. Wenn ja, dann Geduld, es wird in den Tagen besser. Wenn das überhaupt nicht geht, dann ist besser darum kümmern, dass eine berufliche Veränderung kommt, bevor noch die Gesundheit darunter leidet. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig, das innere Gleichgewicht, die Stabilität, die feste Boden unter den Füßen in allen Bereichen, auch beruflich, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Sie verspüren auch die Kraft, auch diese schöpferische Kraft, vieles bewältigen. Heute ist das alles noch stabil, ab morgen fühlen sie sich ein bisschen unsicher, aber das geht auch vorbei und dann kommt alles wieder im Fluss. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft, das, was das Leben spiegelt, gerade bei den Schützengeborenen. Nicht unsicher sein, sondern die Beziehung in Ordnung zu bringen. Das soll ein Geben und Nehmen sein. Und da sollen die Schützengeborenen selbst auch aktiv sein, auf anderen zugehen, die Kontakt suchen, Gefühle zeigen, verabreden oder telefonieren oder schreiben. Aber wenn das Gefühl entsteht, dass es einseitig ist, das dürfen sie, darf auch nicht sein, also nicht aufopfern, sondern nach Gefühl hören. Wann ist es angebracht? Also nicht zurückziehen und warten und Erwartungen haben, das wäre auch die falsche Einstellung. Aber jetzt zu viel tun und einseitig aktiv zu sein, das ist auch nicht gut, sondern im Gleichgewicht bleiben, das ausbalancieren und so kommt die Beziehung in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Sehnsüchte. Auch Lernaufgabe, dass diese Sehnsüchte ernst nehmen soll und das in Form zu bringen, so dass man das verwirklicht, im Tat umsetzen. Die Träume zum Leben, dieses Gefühlen auch zulassen. Und so besteht jetzt die Möglichkeit, wirklich das in Form zu bringen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren, kommt in den kommenden Tagen einiges in Bewegung. Im Liebe-Partnerschaft ist spürbar diese gewisse Spannung heute, aber das geht schnell vorbei und dann ist wieder die Leichtigkeit da. Bei vielen Wassermann-Geborenen haben karmischen Themen, alte Karma, ist aktiv jetzt bei den Wassermann-Geborenen, auch die, wo Wassermann-Aszendent haben oder die, wo die Mondknoten im Wassermann haben. Also das sind karmische Themen und das bedeutet Vergangenheit, karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen und das löst vieles aus zur Zeit bei den Wassermann-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt eine gewisse Leichtigkeit in die Tage, aber diese Spannung in die Liebe, Partnerschaft und Enttäuschungen in Partnerschaft, das spüren gerade die Fischengeborenen. Entweder kommt jetzt diese Enttäuschung und dann sollen sie geduldig sein, nicht handeln. Nicht handeln, weil das führt zum Missverständnis. Kein Feuer, kein Öl gießen auf dem Feuer, sondern eher abwarten. Es kann aber auch Erinnerungen sein, Erinnerungen, all das, was in die frühe Vergangenheit passierte, Enttäuschungen, diese Erinnerungen, diesen Gefühlen und das sollen die Fischengeborenen loslassen. Das ist eine Art Heilprozess jetzt wieder und hier geht es jetzt um Liebe, Partnerschaft und Enttäuschungen und diesen enttäuschten Gefühlen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben das Gefühl, dass alles so passiv ist, wie
gebremst, wie verhext, es geht nichts voran. Es ist aber gut so, weil diese Zeit ist wichtig für die Wiedergeborenen, in die Tiefe zu schauen oder ausruhen oder etwas noch untersuchen. Also diese Unbeweglichkeit, diese Zeitqualität ist auch sehr wertvoll. Und dadurch lernen wir Wiedergeborenen sehr viel in die kommen, also in die Tagen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich erwähne noch die Blitzberatungen. Was ist es? Wie funktioniert das? Blitzberatungen sind E-Mail-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Sie Ihre Frage. Ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell, heißt auch Blitzberatung. Das heißt, im selben Tag, allerspätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.